ihr das, schaut euch einen Film an und dabei lässt euch dieses eine bestimmte Auto nicht mehr los. Und es geht euch nicht mehr aus dem Kopf. Haben wir nicht alle dieses eine Traumauto? Und ich habe mir meinen Traum erfüllt. Freunde der Sonne, willkommen bei einem neuen Video vom Oldtimer-Zentrum Berlin. Heute möchte ich euch ein ganz besonderes Auto vorstellen. Es ist ein Chevrolet Monte Carlo. Dieses Auto hier ist das originale Filmfahrzeug von Fast and the Furious Tokyo Drift. Es ist kein Replika oder ein Nachbau oder sonst irgendetwas, sondern es ist eines der 11 originalen Autos, die für diesen Film genutzt worden sind. Wie ich zu diesem Auto gekommen bin? Ganz kuriose Geschichte. Ich verfolge dieses Auto bereits schon seit über 10 Jahren. Damals hatte ich fast die Chance, das Auto zu kaufen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Die Finanzen waren nicht da, ich war zu langsam und dann war das Auto auch schon weg. Vor ungefähr 1,5 Jahren habe ich dann eine Nachricht bei Instagram von jemandem bekommen, der gesagt hat, hey Patrick, hör zu, ich habe folgendes Auto. Hättest du Interesse an einem Tausch? Und ich meinte, naja, sehr kurios. Da schreibt dir jemand random auf Instagram und bietet dir zufälligerweise genau das Auto an, was du dir schon immer gewünscht hast. Und was soll ich sagen? Also aus dieser random Story und aus dieser Person, die mir da einfach so eine Nachricht geschrieben hat, ist am Ende tatsächlich dieses Auto bei rumgekommen. Also ich kann euch sagen, das beste Medium der Welt, Instagram und natürlich auch YouTube. Insgesamt wurden bei diesem Film 11 Autos produziert. Alleine 3 sind für die letzte Überschlagsszene draufgegangen. Ein originales Hero Car steht noch bei Universal in dem Requisitenlager sozusagen. Das hier ist ein Stunt Car. Was das damit auf sich hat, zeige ich euch gleich. Und vor allem noch viel spannender, ich werde euch nämlich mal die ganzen kleinen Tricks zeigen, die die Filmindustrie in Hollywood macht und wie sie am Ende auch so ein bisschen uns hinters Licht führen. Wir zeigen euch jetzt mal, wie das hier hinter den Kulissen aussieht in Hollywood. Zuallererst müsst ihr wissen, fast alle amerikanischen Autos, die in diesen Filmen vorkommen, werden nicht von irgendwelchen Big Block Motoren angetrieben, sondern sind ausschließlich 350er Chevy Motoren. Das heißt, selbst der Charger von Dominic Toretto fährt mit einem 350er Chevy Motor. Ich muss euch enttäuschen und es tut mir leid, dass ich euch diese Illusion kaputt mache. Warum machen sie das? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn sie überall den gleichen Motor verbauen und es irgendwo an irgendeinem Einsatzfahrzeug ein Problem gibt, dann kann man schnell die Teile von dem einen Auto zum anderen switchen. Zudem ist der 350er Motor sehr, sehr standfest, der ist sehr zuverlässig, da gibt es kaum Probleme mit. Im Film hat man dargestellt, dass das Auto von einem Big Block Motor angetrieben worden ist. Auf den Ventildeckeln stand 632 Cubic Inch. In Wahrheit ist es so, dass es ist ein Bill Mitchell Motor mit 572 Cubic Inch. Das ist quasi ein gestrokter 454er, also 7,4 Liter. Dann aufgebohrt auf, ich glaube, 10,2 oder so. Also richtig Dampf unter der Haube. Das hat aber nur ein einziges Auto bekommen, und zwar nämlich das Hero Car. Ein Hero Car ist quasi das eine perfekte Auto für den Film. Das heißt, Exterieur passt, Lack, Außendarstellung, das Interieur passt, die Sitze, Instrumentenanzeigen, aber auch die Technik ist quasi dem originalen Fahrzeug nachempfunden. Hier bei unserem Fall, wir haben ja jetzt hier ein Stuntcar, war ursprünglich auch ein 350er Motor drin. Das Auto ist nach den Dreharbeiten aber zu Dennis McCarthy gegangen. Das ist derjenige, der diese ganzen Autos gebaut hat für Fast and Furious. Man kennt ihn auch zum Beispiel von Grip. Der Matthias Malme, die war schon mal bei ihm, hat sich den angeschaut. Und der hat diesen Motor hier nochmal nachträglich eingebaut. Das Ding läuft wie Hölle. Das Getriebe ist sehr, sehr speziell. Erzähle ich euch auch gleich was dazu. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier den Motorraum noch an. Was macht Hollywood mit den Autos? Wenn wir uns das mal hier so ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir,
dass sie den Motor nach hinten versetzt haben. Also hier haben wir viel mehr Platz. Das hat natürlich für die Gewichtsverteilung positive Auswirkungen und damit lässt sich das Auto besser handeln. Zudem wurde hier dieser Hilfsrahmen eingeschweißt. Also das ist quasi eine Verstärkung, die auf den Rahmen geschweißt ist, die noch komplett unter den Rahmen geht und auch gleich im Innenraum weitergeht. Dadurch sind hier die Stoßdämpfer montiert und wie gesagt, das wäre hier alles original gar nicht, sondern man hätte hier die Wheelhousings und dann wäre das Thema erledigt. Wir sehen also, die Jungs haben das funktional gebaut, das muss funktionieren, das muss einsatzbereit sein, wenn die Szene stattfindet. Wir haben innen drin einen elektrischen Lüfter, der zuschaltbar ist, damit der Motor auch nicht überhitzt. Wir haben noch einen Zusatzkühler bekommen, auch für das Getriebe. Wie gesagt, die Jungs, die bauen Dinge nur mit Sinn und Verstand. Noch eine weitere Sache. Im Film ist es ja so, dass Sean ja im Grunde genommen so ein Highschool-Kid ist, der rebelliert, der hat keinen Bock auf die Schule. Der hat sich in seiner Freizeit quasi seinen abgewrackten Monte Carlo zusammengebaut. Und das sieht man auch hier. Scheibenwischer fehlen, die Heizung fehlt, also all diese ganzen Kleinigkeiten, die wir quasi in Deutschland bräuchten, die fehlen alle. Und ich kann euch jetzt mal noch ein paar andere Sachen zeigen, die fehlen, weil einfach Sean keinen Bock drauf hatte und das ja dann quasi auf alle Filme mit adaptiert worden ist. Ne? Ist euch im Film schon mal aufgefallen, dass der Wagen keine Seitenscheiben hatte? Also das heißt, falls ihr hier eine Seitenscheibe sucht, leider keine vorhanden. Ich habe schon mal mit dem TÜV-Prüfer gesprochen, wie sieht es aus mit einer Hartzulassung? Unter gewissen Umständen und wirklich mit viel, viel Arbeit wäre es tatsächlich möglich, selbst ein Auto ohne Türgriffe zulassen zu können. Wusstet ihr das? Würde mich mal interessieren, ob ihr davon schon mal gehört habt. Denn die Regel besagt, es muss einen mechanischen Zugang zum Auto geben. Das heißt, rein theoretisch könnte man über den Kofferraum ins Auto steigen und damit würde das ausreichen. Es ist aber natürlich so, man müsste Scheiben einbauen, man müsste die Scheibenwischer einbauen und solche Geschichten. Also es wäre ein sehr, sehr großer Aufwand. Jetzt muss ich aber natürlich sagen, ist es so sinnvoll, ein Auto, was so für den Film gebaut worden ist, quasi umzurupfen, umzubauen, damit ich in Deutschland eine Zulassung bekomme und ihn quasi in einen Teil seiner Geschichte damit nehme. Weil es müssten auch am Unterboden was geschweißt werden und so. Also es ist schwierig. Ich habe mich jetzt am Ende dagegen entschieden, weil ich einfach der Meinung bin, das Auto soll so bleiben, wie es ist. Es hat seine Geschichte, es soll gar nicht großartig verändert werden, weil dann nimmst du auch so ein bisschen seiner Identität, ne? So, jetzt zeige ich euch mal, wie der Innenraum von so einem Stuntauto aussieht, weil das sieht gar nicht so anders aus, wie man sich das denken würde. Allerdings gibt es so zwei, drei kleine Details, die ich euch nicht vorenthalten werde. So, und jetzt schaut ihr euch mal so ein paar kleine Details an, wie zum Beispiel hier. Also hier blättert schon der ganze Lack ab und so, aber selbst hier seht ihr schon noch die ganzen internen Informationen von Universal. Wie ihr seht, hat das Ding natürlich einen fetten Rahmen eingeschweißt bekommen. Tatsächlich ist das bei dem Stuntcar auch wirklich wichtig, weil die natürlich ganz anderen Belastungen ausgesetzt worden sind als dem Hero Car. Sportliche, enge Sitze, damit das auch alles so ein bisschen fest sitzt, wenn der Stuntfahrer drin sitzt. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen das Cockpit an, weil da gibt es zwei, drei interessante Sachen. Jetzt zeige ich euch mal, wie elegant man in so ein Stuntfahrzeug hineinschlittert. Also ihr seht, das ist auf jeden Fall nicht für das erste Date gedacht, das Auto, wenn man die Dame mit ihrem Rock vielleicht noch abholen möchte. Zum Innenraum. Ihr seht jetzt hier so ziemlich das Spartanischste, wie man sich das nur vorstellen kann, aber das ist auch so gewollt. Denn wenn ihr euch das im Film mal genau anschaut, seht ihr, dass Sean nämlich auch gar keinen Teppich und sowas alles drin hat. Der will quasi einfach Performance haben, Leistung und alles, was du nicht brauchst, kann weg. Wenn wir uns jetzt mal hier so ein paar Details anschauen, dann haben wir hier einen ganz interessanten Fakt. Und zwar nämlich haben wir hier zu stehen, will start in year. Diese ganzen Informationen, die man hier hat, die sollte man auch so ein bisschen beachten. Denn wir haben hier folgende Situation. Sobald ich den Schlüssel umdrehe, haben wir Leistung und wir sind im Gang drin. Das ist sehr kurios. Woher das kommt, wissen wir noch gar nicht. Also wenn ihr vielleicht eine Idee habt, woher das kommt, was die Amerikaner sich dabei gedacht haben, dann schreibt uns. Schreibt uns gerne mal in die Kommentarfunktion. Es ist nämlich so, es ist egal, ob ich im Rückwärtsgang, im Neutral oder auch vielleicht einen der einzelnen Gänge durchschalten möchte.
Sie funktionieren nicht. Wir haben also auch keinen Rückwärtsgang. Es muss ja irgendeinen Grund haben. Die Jungs werden sich ja dabei was überlegt haben. Die Frage ist nur was. Und dementsprechend ist das wirklich mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, wenn man sich hier nicht an die gewissen Vorgaben hält, weil man einfach beim Starten immer sofort einen Satz nach vorne macht. Ansonsten haben wir hier noch versteckte Schalter, wo wir noch gar nicht wissen, was die können oder was sie machen. Also wie gesagt, das Schaltgetriebe ist quasi einfach nur ja, Requisite, weil da passiert halt nichts. Wir haben hier noch einen kleinen Schalter, den haben wir später gefunden. Der ist quasi für die elektrische, für den elektrischen Kühler, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Ja, und ansonsten ist hier dieser massive Käfig, der auch mit der Karosserie verschweißt ist. Also es ist keine Attrappe oder sonst irgendwas, sondern das Ding sollte hier Kräfte aushalten. Die geht hier runter bis in den Rahmen und ist quasi unten connected mit dem Leiterrahmen. Ihr seht also, alles sehr massiv, sehr spartanisch, aber trotzdem irgendwie sehr spannend. Auch hier haben wir jetzt nochmal die Information, das ist das Stuntcar Nummer 5. Und hier unten haben wir eine kleine Notiz, da steht drauf North. Und jetzt fragen wir uns allen Ernstes, die Jungs bauen hier einen 350er Motor, der in der Regel 350 bis 400 PS hat, knallen hier jetzt nochmal ein NOS rein und haben ein Getriebe, was quasi nur eine Richtung kennt und das ist nach vorne. Warum? Was habt ihr euch dabei gedacht? Das würde mich wirklich interessieren, weil es sehr spannend ist. Und ich glaube, man kriegt nicht so oft Einblicke hinter die Kulissen, wie die Jungs die Autos bauen und was die Intentionen dahinter sind. Was ihr auch seht, im Film könnt ihr das auch gut sehen, diese Door Shaves, also quasi aus Aluminium glatt gemachte Verkleidungen, hat so einen sportlichen NASCAR-Look und sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nochmal den Kofferraum, weil dann gibt es nämlich zu diesem Sticker hier das passende Accessoire. So, jetzt schauen wir mal rein. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Im Grunde genommen wurde der Kraftstoffbehälter einmal durch den Boden geschweißt. Das ist quasi so ein Renntank. Der ist unten nochmal mit dem Rahmen verschweißt worden. Der ist also wirklich bombenfest und da passiert nicht viel. Da drin ist wie eine Art Schwamm, der sich quasi vollsaugt. Und das verhindert, dass wenn man starke Beschleunigung hat, dass das Benzin nicht irgendwo wegschwappt, die Benzinpumpe vielleicht Luft zieht und wir dadurch irgendwie eine Unterbrechung im Fluss haben. Und hier sehen wir tatsächlich die NOS-Flasche. Und ich weiß wirklich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Sie werden ihre Gründe gehabt haben. Vorne sieht man auch, dass die Anschlüsse verlegt worden sind. Dementsprechend, das ist keine Attrappe, weil es gab auch keinen Grund, wieso man einen Stuntcar mit einer Attrappe versehen sollte. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die Szene mit dem Baseball kennen wir natürlich alle. Wenn ihr mal darauf achtet, ganz spannend, er hat ja den Ball geworfen, hat ja das Loch in der Heckscheibe gemacht, aber in der Szene fällt dann der Ball nach unten auf den Boden. Wie das geht, das weiß nur Hollywood, aber da sind so diese kleinen Finessen, wo man sich manchmal die Frage stellt, was habt ihr euch dabei gedacht? Frage, was passiert mit dem Auto? Was habe ich damit vor? Was sind die Pläne? Also ich habe das Auto jetzt seit anderthalb Jahren und ich muss sagen, es ist wirklich eines meiner Traumautos gewesen, weil ich einfach wirklich schon vor 10 Jahren oder vor noch mehr, vor 10 Jahren hätte ich es kaufen können, genau, 2006 kam der Film raus. So, das heißt, 2006 hat mich dieses Auto gepackt, obwohl es kein Hero-Car ist, also kein unglaublich große Rolle in dieser Saga hatte, aber mich hatte es gefesselt. Wenn wir uns überlegen, 2001 kam der erste Teil raus. Das heißt, in diesem Jahr feiert Fast and Furious 20-jähriges Jubiläum. Unglaublich, oder? Wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell das alles an uns vorbeizieht. Und ja, also ich finde das wirklich beeindruckend. Ursprünglich war der Plan, dass ich mit diesem Auto auf Messen fahre. Jetzt hat natürlich uns das letzte Jahr und dieses Jahr so ein bisschen schwer getan und es war natürlich schwierig, da irgendwas zu organisieren oder auf irgendwelchen Veranstaltungen zu sein. Und die Überlegung ist jetzt natürlich, dass man sagt, ich gebe das Auto weiter an jemanden, der vielleicht eine Sammlung hat oder der auch so ein Fast and Furious Freak ist, wie ich auch vielleicht es bin. Und ja, mal schauen. Also im Moment bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber wir werden mal schauen, wohin die Reise geht. Ich bin sehr glücklich, es einmal besessen haben zu können und das immer noch zu besitzen. Was die Zukunft bringt, das werden wir dann sehen. Was mich ja interessieren würde, ist, was ist euer Lieblingsfilmauto?
Ich habe so zwei, drei Klassiker, die mir sehr, sehr gut gefallen. Manche von euch haben es vielleicht schon mal gesehen. Ich hatte schon mal den Bumblebee von Transformers. Auch so ein kleiner Anti-Held, den habe ich mir dann hier in Deutschland nachgebaut. Das Ding war ein super Eyecatcher und jetzt würde mich auf jeden Fall interessieren, was sind eure Favorites? Schreibt sie jetzt in die Kommentare, dann lasse ich mich vielleicht auch ein bisschen durch euch inspirieren. Ist es vielleicht der DeLorean, ist es der A-Team-Bus, General Lee, da gibt es ja so einige. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wir sehen uns bald schon wieder mit den nächsten Videos, da kommt noch ein bisschen was. Und ansonsten, wenn ihr einen Oldtimer braucht, wenn ihr irgendwas ganz Besonderes sucht, wir hatten in letzter Zeit sogar das Batmobil von 89 im Angebot. Also ja, manchmal wirklich ganz, ganz verrückte Sachen. Wenn ihr aber auch vielleicht nur einen Ford Mustang sucht oder einen Camaro oder auch Mercedes, wir importieren sehr, sehr viele Mercedes, meldet euch bei uns. Wir versuchen wirklich viele Anfragen möglich zu machen. Wenn die Parameter stimmen, dann kriegen wir bestimmt was hin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.